Willkommen zurück zur letzten Folge dieser Aufnahmesession. Es war eine etwas kurze, wir haben gleich mal 100 Tränke gekauft, damit es etwas länger hält. Du hast es geschafft, Kalixenia zu besiegen und siehst keinen Tag älter aus. Hat ihre lebenentziehende Magie bei dir nicht gewirkt? Naja, du hast das Buch, darauf kommt es an. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Hier, bring Mera diesen Trank. Schnell, das Leben des Kindes hängt davon ab. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das ein Rodos? Könnte sein. Aber ich erkunde lieber noch mal ein bisschen die Gegend hier. Diese Nebenquest können wir dann auch in der nächsten Session noch erledigen. Hallo Drachi. Was haben wir denn da oben? Ach so, den Altan nochmal. Komisch. Können wir den nochmal rufen und bekämpfen? Unser Leichenkönig ist schon down, verdammt. Was ist denn da los? Wo haben sie die sich denn wieder versteckt, ey? Oh, da haben wir noch eine ganze Ecke vergessen. Okay. Hätten wir auch besser vergessen. Okay, gehen wir weiter rechts rum. Konnte man hier eigentlich noch in den Sumpf rein? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ein Brunnen, okay. Aber scheinbar ist der Durchgang blockiert. Thank you.
So, dann haben wir die Ecke schon mal bereinigt. Und können jetzt nach hier oben. Hallo, es reicht. Okay, wir sind hier auf jeden Fall schon mal wieder richtig, gehen aber noch in die andere Richtung, weil wir da noch was nicht erkundet haben. Baumbad. Ein menschliches Gesicht. Ich hatte schon befürchtet, dass ich nie wieder eins sehen würde. Krass, ne? Guter Reisender. Vielen Dank für deine Hilfe, aber mein eigenes Leben bedeutet wenig. Meine Schwester und ich suchten nach... Wir erkundeten die Ruinen zu Forschungszwecken, als uns plötzlich die Monster angriffen. Sie entführten sie und ich entkam. Schnell finde sie, bevor sie... Nein, es ist zu schrecklich, um darüber nachzudenken. Ich bin nur ein Gelehrter. Für diese Art Leben bin ich nicht geschaffen. Ich auch nicht. So, unten links waren wir noch nicht. Und dann haben wir eigentlich die Ruinen so weit erkundet. Oh, jetzt müssen wir wieder so einen riesen Umweg laufen. Toll. Lalalala. So, da sind wir. Stimmt, die große Gruft, die war ja auch noch offen.
So, und die große Gruft schaffen wir eh nicht mehr in dieser Folge. Müssen wir also eigentlich auch aufheben für die nächste Session. Dann müssen wir uns bloß hier wieder durchkämpfen. Das gibt dann wieder ein bisschen Bonuserfahrung, die wir auch bitter nötig haben. Okay, aber wir können ja trotzdem mal einen Blick schon mal riskieren. Hallo? Oh nee, scheiß Zauberer-Viecher. Ich sterbe gleich, wenn das so weitergeht. Sehr gut. Ja, na klar, warum nicht? Och du Scheiße. Das ist auf jeden Fall sie. Oh oh. Der schießt halt in die Richtung, in die ich gehe. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Stimme, ey? Oh oh. Ich dachte schon, sie würden mir alle Glieder abreißen. Und Herodion ist auch gerettet? Du bist wahrlich ein Held. Ich habe meinem Bruder gesagt, dass das Moor nicht sicher ist, aber er bestand darauf, dass der Schatz der Zirconia ein Risiko wert wäre. Ich bin mir sicher, dass er jetzt anderer Meinung ist. Er redet nur vom Schatz. Er hat mich zu dieser irren Expedition überredet. Ja, ja, immer nur diese geldgeilen Typen. Ich glaube, falls es wirklich nur noch diese paar Räume hier sind, dann machen wir die doch schnell fertig.
So, erstmal die Leichten hier besiegen. Und dann den Großen hier. Der König. Ach, vor was die Königin. Alles klar. Ah, ich geh weg. Tschüss. Hey, war das gar keine Nebenquest? Und wo ist der Schatz? Noch mehr kannst du nicht tragen. Was? So, Aufnahmepause, Spitze, bedanke mich. Bis dann.